starten mal das Webinar. Schauen mal, da sind schon einige Leute drin. Oh, da kenne ich ein paar. Eieieiei, jetzt wird es wieder spannend. Ah ja, da kenne ich einige. Hört man mich gut? Kann jemand mal in den Chat schreiben, ob man mich hört? Ich hoffe es. Mikrofon sollte eingestellt sein. Also rechts unten habt ihr so eine Checkbox. Einfach mal reinschreiben, ja oder nein. Ja, nein, wenn ihr mich nicht hört, das wird schwierig, das weiß ich. Jetzt. Ja, yes, sehr gut. Merci dir. Da darf ich dir sagen, sehr gut sogar, sehr gut. KK, super, wie PP. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich möchte gar nicht viel Zeit vor euch stehlen. Es geht ja heute um den Ingenieurguide. Das ist sozusagen eine Dienstleistung, die CS Concept mit mir zusammen anbietet. Die CS Concept ist ein Allplanvertrieb im bayerischen Raum, sage ich jetzt einfach mal. Die hat das Ganze einen Namen gegeben, Ingenieurguide. Damit meinen die mich, weil die haben gesagt, du betreust ja eh immer die ganzen Leute im Ingenieurbau, eher deutschlandweit als nur im bayerischen Raum. Und dann haben die gesagt, du bist ja sowieso der Ingenieurguide, das passt doch. Ich nenne das Projekt eigentlich anders. Ich nenne das, hast du Zeit? Bei mir gibt es wirklich dieses Projekt in der Abrechnung. Bei mir heißt es wirklich, hast du Zeit, der Ingenieurguide. Ich habe es noch nicht geändert, aber ihr werdet dann verstehen, warum es so heißt. Kurz vorab, für das Webinar jetzt einfach, die Chatnachrichten, glaube ich, sind für euch, nur für euch sichtbar, aber ich sehe alle, okay? Ich werde keine einzige während des Webinars beantworten, weil ich bin sowieso viel zu aufgeregt bei sowas immer und ich habe das auf zwei Bildschirme, ich bin Alleinverdienender, also ich habe hier keine Arbeitskollegen, dass der eine auf den Chat aufpassen kann und mir dann zuflüstert, was gerade gefragt wird. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr aber alles reintippen und ich werde dann im Nachgang per E-Mail alles beantworten oder im schlimmsten Fall rufe ich euch an. Genau. Ja, und jetzt fangen wir einfach mal an, dass ihr überhaupt wisst, um was das geht. Also ich bin der Peter Pöppel, viele von euch kennen mich ja, also es sind alle gekommen, die sich angemeldet haben. Wahnsinn. Ich bin Softwareentwickler. Wer es kennt, ich habe diese Subparts, also ich will diese Einbauteile revolutionieren, weil mir das am Herzen liegt, dass da keine schönen Standards gibt, dass man das herstellerübergreifend auswerten kann. Und das ist eigentlich mein Hauptgeschäft. Ich habe mich selbstständig gemacht, mache Einbauteile. Bin noch nebenbei Allplantrainer. Das mache ich ab und zu, ein bisschen seltener, weil das andere mir zu viel Zeit raubt. Und läuft auch gut, muss ich sagen. Genau, und dann bin ich noch der Geschäftsführer von der Firma Subgrade. Die steht für Support and Upgrade. Genau, und heute soll es um diesen Support-Bereich gehen. Übrigens, da auf diesem Bild, da tanze ich gerade nicht wie ein Affe, sondern da hatte ich ein Mikro in der Hand. Da habe ich das All-in-One-Event gemacht in München. Das ist auch wieder ein kostenfreies Event gewesen, wo ich den Kunden Catering zukommen lassen habe und natürlich mit Informationen beliefert habe, auch mit Herstellern. Weil ich der Meinung bin, Geld verdienen schön, aber nur wenn es jedem was nützt. Und dann haben wir alle Spaß dabei. Und wenn jeder dann die Qualität steigert und Geschwindigkeit steigert, dann freuen sich alle. Und dieses Konzept trage ich in mein ganzen Leben einfach durch. Von der Fußspitze bis zur Haarspitze, sagen wir es mal so. Genau. Und genau um das geht es hier auch. Aber kurz müssen wir an Aufriss starten. Wer mich nicht kennt, der weiß gar nicht, was ich bin und warum ich der Ingenieurguide bin und warum er irgendwie Hilfe von mir annehmen soll. Ganz einfach, als erstes habe ich mit 12 Jahren habe ich mir das Programmieren beigebracht. Ich bin jetzt 39 Jahre alt, ihr könnt selber zurückrechnen, wie lange das her ist. Damals hatte ich noch kein Internet, aber es gab das Spiel Street Fighter. Ich weiß nicht, ob jemand ein Begriff ist, Street Fighter 2 mit Ken, Ryu, Blanka und so. Und mich hat es damals als Kind aufgeregt, warum es keinen Hai-Menschen gibt beim Kämpfen, der Piranhas aus dem Mund schießt. Wirklich, das war wirklich der Grund, warum ich mit dem Programmieren angefangen habe. 10 Jahre später habe ich dann so ein Kampfspiel programmiert für mich privat und da gab es dann diesen Hai-Menschen. Also, wenn ich was mache, bin ich mit voller Leidenschaft dabei und dieses Programmieren habe ich mir damals sozusagen beigebracht, aus diesen Gründen. Danach bin ich zu meinem Vater in die Zimmerei, der ist Zimmerermeister und hat eine eigene Zimmerei gehabt. Da habe ich dann das Lernen angefangen, war dann noch 2 Jahre beschäftigt. Da habe ich dann das lange Arbeiten gelernt, von Montag bis Samstag, von der Früh bis auf die Nacht, sagen wir es mal so. Aber da war keine Leidenschaft dahinter, da war ich nur der Schatten von meinem Vater und das hat mir gar nicht gefallen. Bin dann anschließend zu meinem Onkel in die Photovoltaik
Branche eingestiegen, habe da einen eigenen Trupp gehabt, habe Photovoltaikanlagen montiert, aber auch ausgemessen. Und da muss ich wirklich wieder sagen, da ist mir wieder was aufgefallen. Wenn es irgendwie um Geld geht, gibt es immer so viel Scharlatane. Und das geht mir sowas von auf die Nerven. Ich hasse es wirklich. Ohne Schmarrn, da kriege ich den Hals. Ich muss es kurz erklären, interessiert vielleicht nicht jeden, aber für mich ist es wichtig, das zu erzählen. Ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger. Da sind jetzt so 9 Module zum Beispiel auf dem Dach. Das ist jetzt, könnte zum Beispiel ein Strang sein. Module sind in einer Reihe geschalten. Das heißt, diese 9 Module laufen bloß so gut wie das schlechteste Glied, also wie das schlechteste Modul in dem ganzen String. Und wenn jetzt da irgendwo zum Beispiel hier rechts daneben so ein Gebäude wäre oder ein Baum oder ein Kamin und der wirft auf dieses eine Modul einen Schatten einen halben Tag, dann ist es so, wie wenn der ganze Strang einen halben Tag im Schatten stehen würde und kommt weniger Resultat raus. Das heißt, wenn man dann das eine Modul nicht verkaufen würde, würde der Kunde zufriedener sein, würde mehr Ertrag haben und hätte weniger Kosten. Aber wie es halt so in der Welt ist, wenn jemand Provision kriegt, verkauft er halt einfach das 9. Modul dazu, weil er kriegt ja Provision. Und so handle ich nicht. Also das hasse ich an der ganzen, also ich bin ein ehrlicher Mensch und ich will immer einen zufriedenen Kunden haben und ich möchte, dass alle Seiten glücklich und zufrieden sind und dann läuft es auch. Also da habe ich sozusagen das gelernt. Dann bin ich zur Bautechnikerschule und habe ja Bautechnik gemacht, Hoch- und Tiefbau. Da habe ich wenig gelernt. Da habe ich die ersten Kontakte mit Altplan gehabt, sage ich mal so. Da habe ich ein bisschen Altplan gelernt, 3D und BIM. Habe ich mir selber angeeignet, denn wir hatten einen Architektenlehrer, der hat uns nur 2D erlaubt. Ich habe mich trotzdem widersetzt und habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Wirklich so, dadurch auch eine Note schlechter bekommen. Und dann bin ich ins Ingenieurbüro, Muck-Ingenieure nach Ingolstadt und da habe ich dann angefangen, alles umzuprogrammieren. Ich habe mir gedacht, hey, ich bin das erste Mal in der Zeichenwelt und ich komme aus der Praxis und warum muss ich da 10 Klicks machen, wenn es nicht auf 2 geht? Oder warum kann man da nicht was automatisieren? Und ich habe in meiner Probezeit einfach den ganzen Bürostandard von Muck-Ingenieure umprogrammiert. Der wurde dann übrigens auch an IBD verkauft, also ein Tochterunternehmen von der Nemetschi Group. Und ja, weil der Bürostandard so stark war. Ich bin innerhalb von meiner Probezeit zum CAD Häuptling geworden damals, an Leuten vorbei, die 20 Jahre schon im Betrieb waren, nur wegen meiner Leidenschaft oder wegen meinem Denken. Und das ist jetzt alles gebündelt in meiner Firma, die Subgrade, also Support and Upgrade, und genau das könnt ihr erwerben, diese ganzen Eigenschaften von mir. Und dazu gibt es einen Cocktail, einen Ingenieurguide-Cocktail, der besteht aus 3 Getränken, alkoholfrei, muss ich nur sagen, und die 3 Stützpfeiler sind einmal, das sind jetzt 3 Piktogramme von PowerPoint. Einmal eine Projektanalyse. Einmal den Chatbereich, der wahrscheinlich 80% vom Ingenieurguide ausmacht. Und eine Avocado. Dafür muss ich gleich mich entschuldigen, wenn man ein Piktogramm sucht bei PowerPoint und man gibt Standard ein, dann kommt eine Avocado. Und ich habe auch kein besseres Symbol für Standard gefunden. Und dann denke ich mir, ja gut, wenn international die Avocado angedacht ist, um einen Standard auszudrücken, dann nutze ich auch die Avocado dazu. So, und jetzt gehen wir kurz diese 3 Dinger durch. Also Projektanalysen. Im Ingenieurguide wird es oft so gemacht, vor allem von großen Betrieben, die machen alle Vierteljahr mit mir eine Projektanalyse. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr wart bestimmt schon mal bei einem Arzt, der eigentlich, ohne dass ihr die richtige Diagnose gibt, gar nicht richtig behandelt. So was gibt's doch. Und woher sollte aber auch sich verbessern? Der hat ja keinen mehr über sich. Und genauso ist es auch in eurem Büro. Wer soll denn euren Bürostandard verbessern, wenn ihr gar nicht wisst, was man verbessern könnte, wenn man möchte? Und wenn ihr ja neue Leute bekommt oder neu anlernt, dann lernt ihr die auf euren Bürostandard um. Und das ist laut meiner Meinung etwas schwierig. Also ist natürlich richtig, aber ab und zu soll mal jemand draufschauen, wie ihr das macht. Und ob man sich da nicht verbessern könnte. Deswegen gibt es Projektanalysen. Das heißt, mir schicken die Leute Altplan-Projekte, die natürlich kein anderer sieht außer ich. Und ich analysiere das dann. Ich mache da ein Dokument. Also entweder ich mache Videoanalysen oder ich mache Dokumente. Dokumente sind meistens für die Geschäftsführer. Die wollen sehen, hey, da hat der was gemacht. Da sieht man halt dann richtig was. Die dauern aber um einiges länger. Oder ich mache Videoanalysen. Einfach zu zeigen, hey, da könnte man was machen. Oder halt per Videokonferenz. Und so könnte zum Beispiel eine Projektanalyse ausschauen. Die ist immer individuell.
ich kann nur das bewerten, was da ist. Und zum Beispiel in dem Fall war halt kein Positionsplan da, deswegen habe ich den auch nicht bewertet. Die hatten ein eigenes Modell für die Leistungsphase 4 und eins für 5 und ich habe das für 5 erhalten, kein Positionsplan, also gab es das nicht. Ja, und dann gebe ich halt solche Tipps. Also das ist einer der wichtigsten Tipps überhaupt. Wenn ihr heute aus dem Webinar rauskommt und es kommt kein Auftrag, gar kein Problem, aber den Tipp solltet ihr euch mitnehmen, weil der wirklich wichtig ist. Die hatten ein Projekt mit 2 Gebäuden. Wurde alles genordet und BIM-technisch exportiert, importiert. Ihr kennt den ganzen Einheitsbrei. Es gab einen Startpunkt, der war hier. Ich hoffe, man sieht meinen Mauszeiger. Also hier unten bei dem Ausrufezeichen, bei dem oberen Bildchen. Und die haben halt hier die Schnitte gemacht und das Ganze hier bewährt, modelliert, Schalplan und so weiter und so fort. Und auch hier links. Aber da musst du jeden Schnitt einzeln drehen. Also alles, überall. Auch beim Modellieren. Und das kostet so viel Zeit, das ist Wahnsinn. Dann habe ich gesagt, warum macht ihr das nicht so? 2 Projekte, eins hier, das andere Projekt komplett drehen. Man kann das komplette Projekt mit den Koordinaten drehen. Also nicht nur den Grundriss oder den Mauszeiger drehen, sondern wirklich alles drehen, das ganze Projekt. Dann hat man 2 Projekte mit einem Einfügepunkt. Und wenn man das Ganze wieder exportiert, kommt alles wieder richtig raus, so wie oben. Also wenn ihr das dann auf Solibri, BIM Plus oder sonstiges anschaut, kommt es wieder richtig BIM-konform raus. Und so ein Tipp, der kostet mir jetzt, sage ich jetzt mal, bei der Analyse 10 Minuten, sage ich jetzt mal, oder keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht ganz genau definieren. Zum Erklären, sage ich jetzt mal, wenn ich es den Kunden nochmal erkläre, 15 Minuten. Aber Zeitersparnis wahrscheinlich auf ein Leben lang 500 Stunden. Also das ist wirklich Wahnsinn eigentlich, was man da an Mehrwert gewinnen könnte. Ja, dann schaue ich mir natürlich Bauwerkstruktur an oder sowas. Zum Beispiel, da habe ich gesehen, die haben so Brunnenpfähle, da haben die einfach Text daneben gesetzt, wie hoch die waren oder die Unterkante haben die hingeschrieben oder die Höhe. Und dann habe ich gesagt, warum macht sie das nicht automatisch? Ich kann das doch über den Flächenvisualisierer machen oder über die Objektpalette kann ich mir doch einfach anzeigen lassen, welche Höhe das ist. Und ich kann es mir sogar noch farbig anzeigen lassen. Solche Sachen halt. Also, da kann man jetzt noch so viel ins Detail gehen, aber so ist halt eine Projektanalyse. Kommen wir zu Avocado. Was gibt es noch? Also noch ein Standbein ist, viele wollen einen eigenen Bürostandard haben. Es gibt ja, sage ich jetzt mal, die großen wie IBD oder BIM Easy Pro. Es gibt auch von der CDS Bürostandards oder sowas. Aber viele, die sind vielleicht ein kleineres Büro und die sagen, das kann ich mir jetzt nicht leisten oder ich möchte was Individuelles haben, weil ich habe nur sowas und dann also immer nur das eine System und brauche da was. Da helfe ich halt dann auch aus. Zum Beispiel hier eine Firma, die sagen, die machen nur Rückhaltebecken, die haben nicht mal Gebäude, sondern die haben eher Bauabschnitte. Und da helfe ich halt dann auch, zum Beispiel ein Vorlaufprojekt zu gestalten oder dann einen eigenen Ebenenmanager, intelligente Planköpfe zu machen, eine Planstruktur zu gestalten, eigene Attribute zu erschaffen, eigene Stilfläche und und. Also alles, was so mit Bürostandard zu tun hat, helfe ich auch sehr oft. Also viele nutzen den Ingenieurguide nur für das. Und dann gibt es halt eigene Assistenten, je nachdem, welche Firma das halt haben möchte. Ja, es gibt aber auch solche, die sagen zum Beispiel, in dem Fall war es BIM Easy Pro, die haben gesagt, wir wollen BIM Easy Pro, weil das für unseren Standard, sage jetzt mal, 80% übereinstimmt. Das ist schon mal ein super System. Aber wir wollen für ein paar Dinge noch eigene Attribute und Auswertungen haben. Und da ich mich mit Reports, Legenden und sowas gut auskenne, und Attribuierungen, das ist eigentlich auch eine große Leidenschaft von mir und damit beschäftige ich mich tagtäglich, habe ich denen deren gewünschte Attribute in jedes einzelne Bauteil reinversetzt in den BIM Easy Pro Standard. Und die arbeiten jetzt sozusagen mit ihren eigenen Attributen, mit ihren eigenen Auswertungssystemen und die nutzen halt BIM, so wie es die haben wollen, mit einem vorhandenen Bürostandard. Das heißt, wenn ihr schon einen Bürostandard habt, kann man den auch, sag jetzt mal, auf euren Standard upgraden, so wie das jetzt einfach benennen. Genau. Ja, muss jetzt nicht jedes Detail ansprechen, aber der Chatbereich ist noch sehr wichtig. Das ist dieses, hast du Zeit? So ist es eigentlich, wie es jeden Tag bei mir ausschaut. Die Ingenieurguide-Kunden, die nutzen, also wenn die einmal Blut geleckt haben, dann schreiben die mir fast täglich, hey, hast du kurz Zeit? Ich bräuchte deine Hilfe, Screenshot dazu, Video dazu und und. Und dann gibt es auch Antworten von mir. Immer. Zum Beispiel, also ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel rausgesucht. Da kommt den Assistenten nicht geladen, der hat auch wieder seinen eigenen Büroassistenten erstellt. Und
2 Minuten später wird ihn geantwortet und dann Anruf und fertig erledigt. Also der Support ist halt mega schnell. Im schlimmsten Fall bin ich halt mal auf einer Schulung, dann kann ich halt nur in der Pause zurückrufen oder sowas. Aber meistens ist innerhalb von 10 Minuten das Problem gelöst. Ja, und da gibt es halt so viele Beispiele, die brauche ich gar nicht durchgehen. Wichtig ist bloß, ab und zu gibt es ein Meeting, ab und zu gibt es Videos als Antworten, weil manchmal sind Videos nicht schlecht. Wenn ihr den Ingenieurguide bucht, dann habt nicht nur ihr den Zugriff drauf, sondern die ganze Firma, das ist ja das Coole dran und jeder kann sich daran ergötzen, sage ich jetzt mal. Und solche Videos, die bleiben halt bestehen und sind dann gelistet nur für den einen Kunden. Das kann dann so ausschauen, wer meinen YouTube-Kanal Subgrade kennt, da beschäftige ich mich sehr viel mit Altplan und BIM und auch Einbauteilen. Der weiß auch, dass ich sehr viele Videos rauspresche, sage ich jetzt mal. Und die meisten Videos sind aber nicht die öffentlichen, sondern die nicht gelisteten. Das heißt, diese, die an Ingenieurguide-Kunden gehen. Also alles, was hier gelb markiert ist, sind Videos an Ingenieurguide-Kunden. Und jetzt denkt ihr euch, ja, hat er jetzt ein Extrembeispiel wieder rausgesucht? Nein, das ist das Extrembeispiel. Also ich mache manchmal auch Playlisten. Wenn ein eigener Bürostandard kreiert ist, von A bis Z, dann muss man natürlich alles erklären. Und jeder soll immer wieder nachschauen können, was ist damit gedacht, was war gemeint damit, wie kann ich das auswerten. Und dann wird es halt so Kurzvideos geben. Und die hängen dann zum Beispiel mit per Link am Assistenten. Und dann können die zum Beispiel diese Videos auch anschauen oder sowas. Genau. Jetzt noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Ich programmiere momentan auch einen eigenen Bürostandard. Das ist aber jetzt nichts, was ich sagte, den empfehle ich jedem, sondern nur der, wo wirklich darauf Lust hat oder für den es halt wirklich passt. Also ich empfehle auch IBD oder auch BIM Easy Pro oder sowas als Bürostandard. Ich schaue immer, dass es der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht andersrum. Und so arbeite ich einfach. Und ich habe halt auch einen eigenen Bürostandard und da verbessere ich gerade den Stahlbau oder aus meiner Sicht verbessere ich den Stahlbau und Holzbau und die ganzen Auswertungssysteme, weil ich bei den Attributen und Reports immer nicht weiß, welches Attribut kommt denn eigentlich wo rein, damit ich am Schluss den Report erhalte. So wird es euch ja auch gehen. Und ich möchte halt das alles vereinheitlichen. Und die Ingenieurguide-Kunden haben Einfluss darauf, wie das Ganze am Schluss gelöst wird. Das heißt zum Beispiel, hier haben wir so Stahlbauprofile gehabt und die haben wir einfach in der Subpart-Mengenliste, die kennt ihr vielleicht sogar schon, die wo frei zugänglich ist für jeden, die ist kostenfrei. Da kann man dann Stahlbau aussuchen, da kann man dann Holzbau aussuchen, ich weiß gar nicht, was noch alles, also Durchbrüche und es gibt dann einen Report für alle Mengenlisten. Also wenn ihr eine Mengenliste braucht, gibt es eine dafür und da bekommt ihr das genauso raus, wie ihr das haben wollt. Ich frage dann immer meine Ingenieurguide-Kunden, hey, wäre das gut, hier die Bezeichnung zu haben oder das hier reinzuschreiben, bla 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 und dann kommt das hier raus. Das ist sozusagen das Schmankerl, was dann noch kommt. Zum Beispiel auch mit einem Kunden, das mit den Öffnungen, dass man die auswerten kann. Da gibt es so viel, dann klickt man da drauf und dann sieht man, wo die Öffnung ist. Also genau und so schaut das Ganze aus. Das ist sozusagen dieser CS-Konzept Buddies Ingenieurbau, den ich gerade vorbereite. Ist kein Muss, aber ihr habt trotzdem Einfluss drauf und irgendwie ist es doch schön, oder wenn ihr auch Einfluss auf eine Sache habt. So, und jetzt kommen wir zu guter Letzt zur Kasse. Ich muss mich auch Geld verdienen. Ich habe 3 hungrige Kinder im Alter 2, 4 und 5 und ihr glaubt es gar nicht. Da muss man Geld verdienen, damit man den... Naja, aber ausbeuten braucht man niemanden, aber das ist das System. Das heißt, Kommunikation geht nur über MS Teams, also nicht nur über Telefon oder E-Mail. Damit habe ich sehr schlechte Erfahrungen, wenn es nur über E-Mail oder Telefon geht. Nee, es geht nur über Teams oder ausnahmsweise auch über Skype oder WhatsApp funktioniert auch, aber nicht nur über E-Mails oder Telefon. Das geht natürlich nur im Notfall. Wie ist das ganze Konzept aufgebaut? Es gibt eine Abrechnung jeden Monat. Also am Anfang haben wir es probiert, dass wir einfach ein Kontingent zur Verfügung stellen, haben einfach gesagt, ja, es gibt jetzt so Pakete, 4, 8 und 12 Stunden kann man sich kaufen. Von dem bin ich abgerückt, denn da wird es nur immer so im Notfall, so notgedrungen genommen und dann werde ich immer gebucht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und da habe ich irgendwie dagegen anstinken müssen und habe so gesagt, nee, ich will ein Abo-Modell. Ich weiß, selber mag ich auch keine Abo-Modelle, aber in dem Fall macht es Sinn. Also es gibt einfach 3 Pakete. Es gibt einen Einsteiger, Grundgebühr 150 Euro, eine Stunde inklusive, Basic und Premium. Also wird immer günstiger sozusagen. Und dann halt, wenn man darüber hinauskommt, werden halt alle 15 Minuten dazu
abgerechnet. Da gibt es eine Information, da habe ich irgendwo einen Button, kann ich den irgendwie einblenden. Anmeldung und Info. Da tauchen jetzt irgendwo bei euch Buttons auf, da könnt ihr draufklicken. Da könnt ihr euch informieren, wie viel das dann wirklich noch kostet und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, der Grundgedanke war für mich nämlich eher so, wenn am 25. jemand zum Beispiel dieses Basic hat und hat erst eine Stunde davon hergenommen, dann denkt sich der am 25., hey, ich muss die eine Stunde noch rumkriegen, sonst verfliegt, ja. Und genau das ist mich der Clou dran. Und auf einmal werde ich dann nicht eingeladen, hey, könntest du in der Projektvorbesprechung mit rein? Hey, könntest du mir mal anschauen, wie wir das Projekt aufteilen, wie die Teilbildstruktur ist und. Und auf einmal läuft's und auf einmal merken die Kunden, aha, das nützt mir ja viel mehr, wenn ich den dazu hole. Das, was ich, die kleine Gebühr, wo ich da zahle, die holt ja der 10-mal wieder rein. Und das ist wirklich so. Und bisher, ich habe, genau, komme jetzt gleich dazu. Also dieses Produkt ist ja eigentlich Peter Pöppel und der ist ja irgendwie von den Kapazitäten irgendwo begrenzt, weil ich muss ja noch arbeiten nebenbei, irgendwo habe ich auch Freizeit und irgendwo habe ich auch diesen Ingenieurguide. Ich kann halt bloß eine gewisse Anzahl an Kunden aufnehmen und ich habe am Anfang gesagt, ich nehme 5, dann wurde es irgendwann auf 10 und jetzt sind es mittlerweile auf 12 erweitert worden. Mehr geht nicht. Also ich nehme noch genau 3 Ingenieurbaukunden auf und genau diese Kapazität habe ich noch frei. Mehr geht wirklich nicht mehr und genau, also wenn ihr da angefixt seid und sagt, hey, ich möchte das mal probieren, dann macht es doch. Im schlimmsten Fall bucht einfach einen Monat mal mit einer Stunde und wenn es euch nicht gefällt, dann kündigt es einfach sofort danach. Ihr habt keine Kündigungsfrist, ich nehme keinen aus. Also wenn ihr sagt, ich bin damit unzufrieden, mein Gott, dann habt ihr halt eine Stunde mal vergeigt. Dann ist es halt so. Aber nehmt die Slots auf. Bisher gab es noch keinen Ingenieurguide-Kunden, der gekündigt hat. Noch keinen. Und das läuft schon über ein Jahr. Das heißt, es ist wirklich ein Sonderplatz, den ihr haben könnt. Genau, die Anmeldung, da ist ein Link, aber ich habe hier irgendwo Buttons hier eingebaut. Und das war's von meiner Präsentation. Ich bin jetzt voller roter Backen. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich bin mit meiner Stimme am Ende. Habe mich aber trotzdem gefreut, dass das so viele Leute jetzt hier im Webinar dabei waren. Und ja, vielleicht hört oder sieht man sich. Über Feedback würde ich mich auch freuen. Ihr könnt es in die E-Mail reinschreiben. Ja, ist was für mich oder ist gar nichts für mich. Peter super gemacht oder boah, nächstes Mal in deinem perfekten Hochdeutsch verstehe ich ja gar nichts. Also ich kann natürlich auch so reden, wie ich eigentlich rede als Bayer, aber für mich war das perfektes Hochdeutsch, wie ich es gesprochen habe. Aber wie gesagt, also am meisten würde ich mich einfach über Feedback freuen, wie ihr das gefunden habt. Also von mir, von meiner Präsentation oder auch von der Dienstleistung selber. Und vielleicht kann ich auch euch in Zukunft mit dem Ingenieurguide bedienen und helfen. Und damit sage ich Servus, ciao, euer Peter. Ich beende damit das Webinar. Denke mal. So, jetzt muss ich erst mal schauen, wo ich es überhaupt beenden kann. Ah, hier.